Polizei und Feuerwehr hatten am heutigen Freitag alle Hände voll zu tun. Gegen 10.30 Uhr rast in Salzwedel ein 22-jähriger Türke zwischen dem Schillerstraßenkreisel und der Aral-Tankstelle in die Lärmschutzwand. Er war wahrscheinlich übermüdet. Zum Glück ist dem jungen Mann nichts passiert. Er erlitt einen Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der LKW ist allerdings hinüber. Nach dem Unfall und während der Bergung war die B71 B248 halbseitig gesperrt. Kurz nach 12 Uhr kam dann der nächste Einsatz. In einem Rapsfeld bei Sebenau brannte ein Mähdrescher. Die Kameraden aus Salzwedel und Sebenau konnten die Maschine nicht mehr retten. Ein Ausbreiten der Flammen auf dem knochentrockenen Feld konnten die Brandschützer allerdings verhindern. Alles in allem ein arbeitsreicher Start in das Wochenende für Polizei und Feuerwehr.